Apropos, es gibt da diese kleine Stadt in Thüringen, in die es mich immer wieder zieht, wenn ich dem hektischen Alltag entfliehen will. Bad Langensalza hat etwas Gemütliches, ohne langweilig zu sein. Für die Parks und Gärten braucht es noch mehr Grün, aber die Altstadt ist zu jeder Jahreszeit magisch. An den Häuserfassaden kann ich mich nie satt sehen und ich entdecke immer wieder etwas Neues. Meine Empfehlung vor oder nach dem Stadtbummel? Das Café Klein und Mein. Der Name beschreibt, was es für Michelle Sommer bedeutet. Sie ist nun selbstständig und lässt das Café aus ihrer Wunschvorstellung jeden Tag Realität sein. So als wäre ihre Empathie an der Einrichtung und an der Auswahl auf der Speisekarte ablesbar. Es ist der Ort für ein Freundinnenfrühstück, für ein Treffen mit Menschen, die einem am Herzen liegen. Denn auf die liebevolle Zubereitung ist bei Michelle Verlass. Oder vielmehr, sie kann gar nicht anders. Wenn ich was gerne mache, dann gehe ich auch gerne zur Arbeit. Und dann nehme ich das auch gerne in Kauf. Diesen Stress, den man dann auch doch so hat. Aber es ist ein anderer Stress. Ne? Freunde und Familie waren die ersten Gäste, bis es sich herumsprach und zum Selbstläufer wurde. Also Namen kann ich mir mittlerweile nicht mehr merken, aber die Gerichte tatsächlich von den Kunden, was sie gerne mögen, gerne essen. Hagen zum Beispiel ist auch ein Stammgast, der mag natürlich unsere Eiersalatstulle. Überhaupt sind die belegten Brote sehr beliebt, wobei sie mehr Kunstwerke als Stulle sind. Aus einer sicheren Festanstellung in die Gastronomie, das war ein aufregender Schritt. Tatsächlich hatte ich am Anfang wirklich drüber nachgedacht, als wir hier eröffnet haben und den ersten Tag so hier gestanden und gesessen haben und so gedacht, oh, wer kommt denn eigentlich zu uns? Es ist ganz gemischt, ganz durcheinander. Von gestern hat man den 15. Geburtstag, da war ein Mädel da, die ist 15 geworden mit ihren Girls, ne? Nicht nur für größere Gruppen empfiehlt es sich zu reservieren. Mitunter hängt samstags an der Tür das Schild geschlossene Gesellschaft. Wir haben im Freundeskreis super viele kleine Kinder gehabt. Und da haben wir so gedacht, Mensch, so ein Hochzeitsbrunch wäre doch auch cool, gerade mit kleinen Kindern. Und da hat das hier einfach optisch und auch kulinarisch super gepasst. Und da haben wir gesagt, wir machen es mal ganz anders mit dem Hochzeitsbrunch. Und dieser Hochzeitspunch ging dann tatsächlich bis 22 Uhr. Ich sag mal, hier findet jeder was. Du kannst eben auch dein Lachs kriegen oder auch dein Wurstbrötchen, aber du kannst eben deine vegetarische oder sogar vegane Speise kriegen, eben nach dem, was er gerne hätte. Und auch bei den Kuchen, die Michelle bäckt, ist für jede Ernährungsform mindestens eine Sorte dabei.